versprochen, jetzt gibt es das Video zu meinem Fahrrad-Setup bzw. meinem wirklichen Taschen-Review. Bis jetzt habe ich ja nur ein Unboxing gemacht. Jetzt habe ich die Taschen aber mehrfach getestet und ich muss sagen, ich bin begeistert. Fangen wir mal mit meinem Fahrrad erstmal an. So, dann fangen wir mal mit dem Rahmen an. Das ist ein Cube Attain Black and Blue. Modelljahr 2015, wenn mich nicht alles irrt. Ist sehr in blau-schwarz gehalten. Ist jetzt kein sehr besonderer Rahmen, muss man sagen. Das ganze Fahrrad hat damals 700 Euro gekostet, 749 Euro. Davon ist bis jetzt eigentlich nur noch der Rahmen übrig geblieben. Als Laufradsatz verwende ich mittlerweile den Mavic Axiom Laufradsatz. Das ist ein sehr günstiger Einsteiger-Laufradsatz. Ich habe ihn damals für 60 Euro gebraucht gekauft, weil mein alter kaputt gegangen ist und keine L-Fach-Kassette halten könnte. Deswegen habe ich mir einen neuen geholt. Er wiegt 1900 Gramm knapp, also 1883 oder so. Das ist schon ein bisschen viel, aber er ist ein bisschen robuster und vor allem, er kostet halt nicht viel. So viel Geld habe ich da nicht übrig. Als Schaltwerk nehme ich natürlich gerade noch das Shimano Ultegra. Eine kurze Version mit der Kassette 11 bis 28. Die wird natürlich noch ausgetauscht. Und als Kurbel habe ich derzeit eine Shimano Ultegra 6800er Kurbel, 50-34er Bezahnung. Als Umwerfer etwas suspekt, muss man sagen, habe ich ein Shimano Claris 2-fach Umwerfer. Der ist eigentlich für 8-fach, aber der funktioniert perfekt mit 11-fach. Deswegen habe ich den jetzt auch wieder neu montiert. Der lief besser als alles andere. So, kommen wir zu meinem Lenker. Der Lenker ist noch Standard geblieben von meinem Rahmenset. Das einzig alleinige, was sich geändert hat, ist hier natürlich der Schalthebel links und der Schalthebel rechts. Jeweils der Ultegra 6800er, 2-fach und 11-fach. Als Aero-Aufsatz habe ich den Profile Design T4 Plus. Das ist ein sehr guter Aero-Laufsatz, muss ich sagen. Habe ich zwar noch nicht so die Erfahrung gehabt, aber wie ihr hier seht, ich kann mich da schön geschmeidig theoretisch drauflegen. Jetzt sind sie gerade ein bisschen asynchron. Aber die Pads sind auch sehr bequem. Finde ich also sehr gelungen, das Ganze. So, das ganze Fahrrad an sich wiegt jetzt gerade so, wie es ist. 9,3 Kilo ungefähr. Ist also eigentlich recht viel, aber es ist halt ein Aluminium und es ist günstig. Ist kein teures Rad und wer weiß was. Noch ein letztes Bauteil, das ich beinahe vergessen. Das ist mein neuer Sattel. Das ist der Bontrager Hilo Comp. Den kennen vielleicht auch schon ein paar von euch. Ist ein Zeitfahrsattel. Jetzt kein extremer, aber dadurch, dass er hier diese Nut hat, ist er halt sehr angenehm, muss ich sagen. Also finde ich sehr gut. Sonst habe ich immer das Problem, dass man wie so ein, ja, kein Taubheitsgefühl, aber es fühlt sich einfach nicht so gut an. Nachteil ist, wenn man nicht in der Zeitfahrposition fährt, tut es hier an den Stellen, wo das Becken ist, tut es schnell mal weh, weil der ist ja darauf ausgelegt, dass man halt niedrig fährt. Darauf sollte man dringend achten. Falls ihr euch außerdem wundert, womit die ganzen Videos gerade gemacht werden, also zum einen mit meiner GoPro Hero 5 Black, die filmt mich jetzt gerade, und zum einen, ich habe mir etwas Kleines noch gegönnt. Ich habe mir eine Sony Alpha 7 gekauft. Standard-Kit-Objektiv gerade noch. Jetzt ist noch nicht das Geld dafür da, sage ich mal, aber ich denke mal, nach dem Urlaub werde ich mir was anderes holen. Ist eine sehr schöne Kamera, habe noch ein Mikrofon dazu. Vor allem zum Fotografieren, also ich filme nicht primär mit ihr, sondern ich mache wirklich im Moment Fotos. Ich bin gerade sehr fotobegeistert, muss ich sagen, durch das Ganze. Ja, da habe ich schon mal ein paar Fotos, glaube ich, sogar reingemacht in ein Video. Denke mal, vielleicht mache ich dazu noch mal ein paar eigene Videos, also wie ich dann fotografiere oder nicht. Oder ja, kann man auf jeden Fall mal gucken. Ist eine sehr tolle Kamera. Hat jetzt 710 Euro gekostet, das Kit. Also Objektiv plus die Kamera, und das Mikro hat jetzt, glaube ich, nochmal 50 oder 60 gekostet. Also für die Kamera, für einen Vollformat-Sensor auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Das Objektiv ist jetzt nicht das stärkste, muss man sagen. Es ist halt nicht lichtstark, 3,5 bis 5,6er Blende, 28 bis 70 mm, aber vor allem muss man sagen, für den Anfang ist es okay und man holt sich eh andere Objektive. Jetzt kommen wir zuerst mal zur Montage vom Frontpack. Das ist dieses schöne Stück hier. Ist eigentlich recht einfach. Die Montage erfolgt über diese Laschen hier oben am Lenker, links und rechts. Und wenn ich es einmal drehe, hier hinten ist noch eine Lasche, die auch befestigt werden muss. Und das mache ich jetzt mal eben. So sieht das Ganze dann aus. Man muss jetzt sagen, die Tasche ist nicht gut gepackt. Da ist einfach nur mein Schlafsack und meine Isomatte drin. Die Tasche ist ganz normal zugerollt an den Seiten. Hier, sie passt hier noch so gut hin. Man kann jetzt nur noch hier in die Hoods greifen und natürlich hier oben auf den
Aero-Lenker. So, einmal ist die Tasche hier hinten festgeklipst. Also was heißt festgeklipst? Man fädelt es einmal durch und zieht es dann fest. Hält auf jeden Fall sehr gut. Genau das gleiche ist hier oben. Einmal die linke Seite und einmal die rechte Seite. Jetzt sieht man vielleicht auch schon bei der Tasche, wenn ich nochmal zurückgehe. Das hier sind wirklich nur Clipser. Genauso wie hier. Und unter der Tasche ist auch noch einer. Da wird jetzt das Accessory Pocket eingeklippt. Jetzt habe ich es oben schon mal festgeklipst. Geht ganz einfach. Da ist der erste festgeklipst. Da ist der zweite. Und um es euch jetzt mal zu zeigen, hier wird das dritte durchgeführt. Einfach nur hier drunter reinklippen. Und es ist fest. Jetzt zeige ich euch das nochmal von vorne. Es ist natürlich nicht ganz zentral, also in der Mitte zentriert. Ist aber nicht schlimm, wackelt nicht besonders doll. Das ist für so ein Pocket auf jeden Fall sehr gut. Seitlich sieht das Ganze dann so aus. Hier ist das Pocket. Man kann wirklich sehr schnell an die Sachen ran, muss man sagen. Ist wirklich top. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Frameback. Da ist jetzt gerade nur mein Zelt drin, da könnte natürlich noch mehr rein. Der wird wie folgt befestigt. Ich sehe gerade eine Schlaufe, die habe ich wieder vergessen zu Hause. Wir haben normalerweise drei Schlaufen, die am Oberrohr befestigt werden. Zwei Schlaufen, die wieder so eingefädelt werden müssen. Das hier sind die Verschlüsse. Die werden eingefädelt am Sattelrohr, also am Spitzrohr, sag ich mal. Und der hier wird am Unterrohr befestigt. Noch ein Vorteil bei der Tasche ist natürlich, wenn ich sie jetzt mal drehe, dieses Fläschchen hier könnt ihr aufmachen. Da könnt ihr zum Beispiel einen Trinkschlauch oder so durchlassen. Also wenn ihr eine Wasserblase habt, kann die einfach hier rein und ihr könnt den Schlauch vom Rahmen hochziehen. Jetzt das Framepack montiert. Also hier haben wir einmal das Framepack. Oder den Frameback, ich weiß nicht, wie man es genau sagt. Hier oben, wie gesagt, das wird einfach nur festgeklettet. Hier ist eine Befestigung. Hier ist eine Befestigung. Genauso wie hier und hier. Das muss man dazu noch sagen, die schlackern sehr rum. Deswegen nimmt Abidura diese Gummiteile mit. Da kann man das dann festklemmen. Das mache ich jetzt einmal nicht, weil es nochmal 10 Sekunden gedauert hätte. Es sieht langsam aus, als könnte man wirklich was auf dem Rad transportieren. Dann kommen wir jetzt zur letzten Tasche, dem Seatpack. Seatback. Nochmal zum Seatback selbst. Es ist hier ein bisschen verstärkt, das heißt, da reibt nichts durch. Hier hinten kann man zum Beispiel eine Regenjacke oder so drauf machen. Und ich zeige euch jetzt mal ganz genau, wie das befestigt wird. So, ich kann jetzt nicht sagen, wie gut ich das gefilmt kriege oder nicht. Also das erste, was wir machen, ist die Verschlüsse. Moment. Diese Verschlüsse hier ganz aufmachen, dass hier nichts mehr durchgeht. Dann legen wir die Tasche hier an den Sattel. Schieben die beiden Riemen hier einmal durch. Riemen Nummer 1 und den Riemen Nummer 2. So, oh, ist das anstrengend mit einer Hand. Einfach einmal festklippen, dass es wenigstens schon hält. So, jetzt sieht man, jetzt hat es natürlich noch gar keine Stabilität. Und da kommt jetzt das nächste ins Spiel. Und zwar haben wir hier Clipper, die mit diesen Clippern hier verbunden werden müssen. Das heißt, den einen führen wir so unter dem Sattel durch. Ich gehe mal auf die andere Seite, einen Moment. Und den anderen logischerweise auf die andere Seite durch. Das ist keine Fummelarbeit oder so, also nichts Schlimmes. Aber manchmal braucht man mehr als eine Sekunde dafür. So, stelle ich die Kamera. Ja. Vielleicht geht es auch so. Moment. Ist doch ganz schön schwierig, wenn man das alleine macht. Nein, das geht so nicht. Ich stelle die Kamera auf die andere Seite. Und dann kann ich es euch nochmal zeigen. So. Jetzt heben wir die Tasche ein bisschen an und legen beide nach links bzw. rechts, ein bisschen weiter nach außen. So. Verlängern hier die Teile. Und jetzt wird sie einfach nur eingeklippt. Erster Clip. Und der zweite Clip. Jetzt hängt die Tasche ganz normal.
So, aber wie man jetzt sieht, jetzt hängt die Tasche sehr doof hier rum. Das heißt, ich ziehe den Gurt jetzt nochmal fest und dann werden hier über die Riemen die erst richtig festgezogen. Mit richtig Kraft am besten. Also Tasche ein bisschen hochheben, so ruhig, dass sie richtig nah am Sattel ist. Ein bisschen schon mal Druck ausüben. Und jetzt bei dem zweiten erst richtig. So. So, mal gucken. Ich kann noch ein Stückchen höher. So. Das wäre schon mal das. Hier sieht man, sind sie hier ziemlich fest. Da wackelt es schon mal nicht mehr so stark. Und jetzt kann man hier diese Riemen festziehen. Das mache ich jetzt einmal, weil da braucht man auch wieder mehr Kraft. So, dann wird das auch erstmal erledigt. Und jetzt seht ihr, ja, Tasche wackelt noch, aber dazu gibt es ein paar Tipps von mir. Und zwar, ich habe jetzt gerade einfach nur zwei Pullover drin. Packt eure schweren Sachen möglichst nach hier runter. Hier unten ist jetzt gerade gar nichts. Desto mehr schwer es hier unten ist, desto mehr Form die Tasche hier unten hat. Vielleicht sieht man das auch mal von hier. Die geht weiter auseinander hier oben. Desto stabiler ist sie. Wie öffne ich jetzt die Tasche, beziehungsweise wie lasse ich Neues in die Tasche rein? Dazu gibt es einfach nur diese beiden Clipper. Aufmachen, aufmachen und aufdrehen. Das ist ein riesiger Rucksack. Seht ihr gerade, ist ein Pulli von mir drin. Und wie mache ich ihn wieder zu? Genau über das gleiche System. Ein bisschen höher. Moment. Wir nehmen die Tasche parallel, also die Seiten von der Tasche, rollen sie runter. Die hat auch ein Ventil, wo Luft rausgelassen werden kann, das hört man vielleicht. Und dann wird sie einfach nur festgeklippt. Zack. Und zack. Also alles in allem eine topfunktionale Tasche. Ich nutze sie auch öfters im Alltag. Wenn ich zur Arbeit fahre zum Beispiel, kommen da meine Sachen rein. Hier ist jetzt zum Beispiel mein Zelt drin, da kommt da noch Werkzeug rein. Hier ist mein Schlafutensilienzeugs rein. Ach, drin. Hier sind meine wichtigen Sachen drin, wie Portemonnaie, Handy etc. Ich habe noch einen Top-Tube-Bag, der ist normalerweise hier. Da ist meine Powerbank drin, aber den habe ich jetzt leider nicht mit. Ja. Aber ein Video mit der Packliste und so würde ich nochmal machen, wenn ihr da Interesse habt. Ich bin selber noch nicht so ganz fertig damit, aber ich sag mal so, 90% ist damit fertig und ich habe auch schon alle Sachen, weil es geht ja schließlich in 2 Wochen los. Ein Monat lang, wahrscheinlich ein Monat, wenn ich keine Lust habe, fahre ich weniger. Ein Monat lang durch Nordeuropa touren, ne? Skandinavien. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. So, und noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar erstens, ich habe in meinem letzten Video jetzt schon darauf hingewiesen, es ist immer noch das Ultegra Giveaway. Und zwar geht es um zum Teil das Schaltwerk zum Beispiel, was dran ist. Aber der Umwerfer zum Beispiel, der ist neu. Der ist noch neu in seinem, ja, wie sagt man, in seiner Packung. Der wurde nur einmal ausgepackt. Ich habe meinen achtfach Umwerfer dran gelassen. Der hat einfach besser funktioniert, denke ich. Also der hat dann perfekt funktioniert, als ich ihn richtig eingestellt habe. Und jetzt kann ich da gar nicht mehr meckern. Das schaltet perfekt und so. Also mehr will man gar nicht. Das zweite ist noch, ich habe mir gedacht, wenn ich denn mal unterwegs bin, was ist denn mit Postkarten schreiben? Klingt erstmal lustig, ist es vielleicht auch, fand ich aber eine ganz lustige Idee. Ich habe mir gedacht, vielleicht wähle ich einfach 5 Leute aus, wieder über einen Kommentar, und die kriegen dann eine Postkarte aus, ich weiß nicht, wo ich lande und keine Ahnung was. Würde mich dann einfach mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare, ich melde mich dann einfach bei euch. Ich sag mal wieder 7 Tage oder so und ich wähle 5 Leute aus und dann schreibe ich die einfach an und dann passt das schon. Des Weiteren, was kommt noch für ein Video? Ja, generell einmal meine Packliste natürlich. Die wird noch einmal vorgestellt. Mein Zelt wird noch vorgestellt. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, das Video ist nicht abhanden gekommen, sondern das Videoprogramm spackt rum. Es sieht jetzt aber aus, ich habe nur noch die unbearbeitete Datei und nicht die eigentliche Videodatei, sondern irgend so ein Kauderwelsch. Also werde ich das Video auch nochmal neu machen. Das ist jetzt übrigens gerade auch ein neues Video. Vielleicht auch gut, weil ich jetzt die neue Kamera benutzt habe zum Teil. Ein Video vom Zelt, ein Video vom generellen Schlafsetup und ja, das sind dann auch erstmal so die Sachen, die ich jetzt abdecken wollte.
Wenn ihr Fragen, Wünsche, sonst was habt, einfach in die Kommentare schreiben, mich anschreiben oder was auch immer. Bis dahin erstmal gute Fahrt und schöne Reise, schönen Urlaub.